Los geht's, komm. Online heißt ich überall René Schmock. Ich bin einer der größten quasi Content-Creator auf TikTok. Und quasi das, was in der Theorie erzählt wird, mache ich in die Praxis und erstelle Videos. Nicht quasi für Ninja Kitchen, sondern das ist ein Teil meines Contents. Und da sind Klicks in die Höhe von Millionen, weil ich genau das zeige, was man mit den Geräten machen kann, wie einfach das ist. Und vor allem, ich habe jetzt ein Haus gekauft, das ist ein gutes Beispiel. Und in dem Haus baue ich eine Küche, komplett ohne Ofen, ohne alles, weil man, wenn man die Fritteusen hat, vor allem auch den Multikocher hat, braucht man kein Herd mehr, kein Ofen mehr, weil man einfach alles dort drin machen kann. Jetzt, wenn vor allem die neue Fritteuse, die ich selbst noch nicht habe, das ist die AR500, die vereint eigentlich alles, was man braucht. Du kannst in der Mitte, was sonst für die AF400 und 500 so speziell war, dass man zwei Fächer hat, hat man jetzt auch, aber man kann sie auseinandernehmen, dass man auch große Teile drin kaufen kann oder braten kann, kopieren kann. Und das ist quasi der nächste Game Changer im Heißluftfrittieren. Und jeder kennt ja auch Rippchen. Wenn man Rippchen macht im Ofen, braucht man 2-3 Stunden. In dem Multikocher mache ich Rippchen, dass der Knochen rausfällt. Dauert 20 Minuten und man hat die perfekten Rippchen im Voraus gebaut. Und ich bin die Yvonne Fried. Ich bin die Gewinnerin von Detail 2023. Okay. Ich bin die Yvonne Fried. Ich bin die Gewinnerin von Detail 2023. Und Ninja ist ja auch der Sponsor von Detail. War es bei mir im Jahr und wird es auch dieses Jahr wieder sein. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute zu zweit den Plan vorstellen dürfen, den Portablen. Hast du ihn schon ausprobiert? Ich habe ihn selbst ausprobiert, aber das, was du mir erzählt hast, er hat kein Kabel mehr. Man kann ihn unterwegs benutzen, vor allem für die Leute, wie sie auch kein Frühstück selten zu Hause. Du kannst dir zu Hause alles reinfüllen, mitnehmen, kannst unterwegs quasi dein Essen zubereiten. Oder wie für mich, wenn ich grillen gehe und will unterwegs quasi mir meinen Sack machen, nehme ich das Teil mit. Genau, oder ein Picknick, ne? Und wir machen heute ein kleines spicy Frühstück, ein Mango-Lassi mit Chili und etwas mit freiem Sesam. Genau, ich finde, was ich super finde, ist, dass es auch relativ leise ist, dass wenn du dir ein Frühstück machst. Die Kinder können weiter schlafen und kannst Frühstück machen. Genau. Und er braucht auch nur 2 Stunden, bis er aufgeladen ist. Das heißt, es geht relativ reizvoll, dann kann man jetzt 10 bis 15 Mal noch weiter benutzen. Und wenn wir vom Aufladen sprechen zu den Fritteusen, das ist halt, wenn du schnell und einfach für dich und deine Kinder, Familie Essen machen willst, du musst nicht dabei stehen. Du hast die Chance, dein Leben weiter zu führen, kannst nebenbei, egal welches Gericht, du kannst da deine Steaks machen, deine Beilagen machen. Alles, was man sich vorstellt, was man sich vor allem nicht vorstellt, kann man mittlerweile in den Heißluftfritteusen machen. Vor allem das perfekte Rumsteak, was man sich vorstellt, in der Heißluftfritteuse eigentlich nicht möglich, aber ist möglich. Wir haben auch die Temperaturkühler, die wir reinstarten können. Und da braten wir von außen mit 240 Grad und dann können wir es noch langsam garen mit Niedrigtemperatur. Das ist super. Also du bist so der Airfryer-Fan. Airfryer, Multikocher. Es gibt, glaube ich, kaum eine Fritteuse, Heißluftfritteuse, die ich nicht habe. Jetzt gerade in meiner Küche habe ich, glaube ich, 6 Heißluftfritteusen stehen. Dort eine Reihe, hinter mir eine Reihe. Und zu Weihnachten laufen auch alle 6 Fritteusen. Da habe ich überall die Gänsebraten drin, die Beilagen drin und ich brauche keine Töpfe. Egal was ich tue, ich brauche keine Töpfe. In dem Multikocher habe ich, meine Freundin ist krank gewesen, habe ich ihr eine riesengroße, selbstgemachte Hühnersuppe gemacht. Und das in 20 Minuten, wo man sonst so ein Huhn eine Stunde durchkochen muss. Das ist einfach Schnelligkeit, ist für mich das quasi mittlerweile das A und O, weil wer hat noch die Zeit heutzutage? Heutzutage muss ja alles schnell gehen. Heutzutage muss alles schnell gehen, es muss alles gesund sein. Na? Für die meisten. Also hier, wenn es lila ist, können wir loslegen. Deswegen mache ich mal ganz kurz, dass man auch hört, die oder nicht hört. genau. Und wie gesagt, das kann man auch super benutzen für Salatdressing, für die Guacamole. Notfalls kann man auch, man kann auch Eiswürfel reinmachen oder gefrorene Früchte. Achso, möchte mal jemand
Und ich bin... Warum ist das denn kabellos, also Akku? Was ist da der wesentliche Vorteil? Der Vorteil ist, erstens, ich habe zum Beispiel bei mir das ein Problem, wenn ich meine Küchengeräte schon vollgestellt habe oder meine Küchenteilen voll sind, wie oft will ich, mein Beispiel für mich, ich habe nicht in den Teil, in den anderen Kabel gebunden, habe ich Hühnchen klein gemacht, um das dann zu Nuggets zu machen. Ja. Aber dafür müsste ich meine Küche wieder umstellen, weil ich das Teil aufbauen muss. Das hole ich mir einfach aus dem Schrank raus, kannst in der Mitte, egal wo ich bin. Oder für die Leute, die unterwegs sind, da kann man ja zusetzen. Ich packe morgens mein Obst rein, bin unterwegs, gehe ins Büro, drücke drauf, schäle mir mein Smoothie frisch und kann ihn trinken. Ist es nicht so, dass man, wenn man es braucht und aus dem Schrank rausholt, der Akku immer leer ist? Das ist ja quasi eine Vorbereitungszeit. Wenn ich weiß, ich werde es benutzen, dann kann ich ja laden. Und wenn ich das beim nächsten Mal benutzt habe, ist der Akku ja nicht leer. Und wenn ich es in den Schrank reinstelle, geht der Akku ja nicht von alleine leer. Okay, alles klar. Genau, bis zu 15 Mal kann man es hintereinander benutzen. So lange hält der Akku. Ja, wenn ich den jetzt 3-4 Mal benutzt habe und ihn dann wegstelle, ist er beim nächsten Mal ja quasi immer noch voll. Ja. Und es dauert ja auch nur 2 Stunden, bis es wieder voll ist. Ne? Und was ich eigentlich auch ganz cool finde, ist, dass ich überall mitnehmen kann. Ich zum Beispiel bin ja als Privatköchin unterwegs und egal wo ich hingehe, fehlt immer irgendwas. Und so kannst du es auch immer mitnehmen. Man kann es auch super auseinanderbauen. Es gibt auch im Verschluss, damit dieses Messer abgedeckt ist und man kann es noch als Becher unten ablegen, wenn man den Akku mal nicht mitnehmen will. Also super handlich und wenn das Messer abgedeckt ist, auch super safe einfach. Ja. Und wenn wir nochmal zu den Fritteusen gehen, hinter euch steht ja der Woodfire-Grill. Ich bin selbst eigentlich der Typ, der sagt, wenn ich im Garten grille, brauche ich doch Holzkohle. Ich mag auch keinen Elektrogrill. Ich habe immer mich vertäubelt, wenn ein Steak oder eine Bratwurst braucht 20 Minuten. Ich habe jetzt dieses Teil auf meiner Terrasse im neuen Haus oder auf meinem Balkon habe ich damit. Du kannst damit wortwörtlich smoken. Das ist völlig verrückt. In 20 Minuten kannst du dir, ich habe mir so einen richtig krassen Premium norwegischen Lachs, habe ich mir dort reingelegt, nur auf Smoken, 120 Grad, eine halbe Stunde. Das war der leckerste Lachs, den ich je gegessen habe. Nicht mal irgendwo, wo ich essen gegangen bin, habe ich gedacht, in dieser kurzen Zeit wieder in das Raucharoma da reingeht, das ist völlig verrückt. Und auch Bratwürstchen, Steak, wenn man auf einem Elektrogrill grillt, wie lange braucht man für eine Bratwurst? Katastrophal. Das Ding, die Grillplatte, wird ultimativ heiß. Man kann sie offen lassen, den Grill, und man kann zeitgleich den Deckel schließen und dann wird von oben noch mit heiß gefrittiert. Das heißt, es wird durchgegart und gebraten. Und zeitgleich, wenn man das möchte, kann man da so eine Smoke-Funktion noch starten. Das heißt aber auch, also ich finde es auch mal ganz gut, weil es immer ein Signal gibt, wenn du fertig bist. Du musst nicht zwischen fünf von der Couch aufstehen. Ja. Immer wenn die Sachen fertig sind, gibt es ein Signal. Das ist für meinen Mann super praktisch. Der steht dann erst auf, als er fertig ist. Und von dem her finde ich das ganz praktisch. Und da ist der Vorteil bei der Dual Zone, die wir hier haben, da haben wir ja zwei Kammern. Du kannst zeitgleich in der einen Kammer Gemüse machen, zeitgleich in der anderen Kammer Fleisch oder was man auch immer haben möchte. Und man kann es variabel einstellen, dass es zeitgleich fertig ist. Du kannst die eine Kammer auf 80 Grad stellen, 150 Grad, die andere Kammer vielleicht voll auf Braten, 240 Grad. Da kannst du grillen, da kannst du heiß frittieren, da kannst du dürren. Das ist einfach, du kannst dann gleichzeitig dein Gericht rausholen, bis es dann matcht und gleichzeitig fertig ist. Und das ist, glaube ich, eine Innovation, die es da so vorher noch nicht gab. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Genau, Fragen. Was kostet